kurzer Dienstweg. Stage Manager, Head of Stage Management. Und auf der rechten Seite Artist Produktion, FD und Simon. Hallo. Und jetzt muss ich mal wissen, was macht denn das Stage Management und in welcher Verbindung stehst du, Simon, zur Artist Produktion? Da musst du den Bühnenleitfaden durchlesen, da steht es nämlich beschrieben. So ist es nämlich, so ist es nämlich. Ich bin quasi der technische, verlängerte Arm von der Artist Produktion. Ich kläre alle Lautsprecher, alle Mikrofone und also ein Tüdelüt, dass die Kapellen hier glücklich und technisch gut betreut sind. Und FD und sein Team da drüben machen quasi den Rest, was die essen wollen, was sie besonders an Getränke haben wollen, etc. Du kümmerst dich komplett um alle technischen Abläufe auf allen 10 Bühnen? Yes. Und wir machen den nicht-technischen Kram, so wie es halt beschrieben ist. Genau. Wann die ankommen, wo die sein müssen, genau. Wann sie wieder wegfahren. Was sind da so die großen Herausforderungen in der Artist-Produktion? Dass es einfach unfassbar viele Bands geworden sind mal wieder. Wie viel haben wir dieses Jahr? Wir haben circa 250 Acts mit Walking Acts. Und die treten alle ja auch nochmal Donnerstag, Freitag, Samstag teilweise auf. Also man kann sagen, 300 Performances. Die größte logistische Herausforderung bei euch in der Artist-Produktion? In diesem Jahr? Ja. Jede Band muss ja hier glücklich sein. Ob die ganz Kleinen, die dann halt eine Cola Zero wollen, oder die ganz Großen, die dann eine Kiste Whisky brauchen. Aber wir haben natürlich Besonderheiten. Die Trucks, die brauchen sonntags Wochenendfahrgenehmigungen. Beziehungsweise zur Urlaubszeit brauchen sie dann auch noch eine spezielle Fahrgenehmigung. Und das muss vorher beantragt werden. Dürfen wir schon showtechnisch was verraten, was ganz Tolles? Ja, das wird gut. Bei Parkway Drive wird es ordentlich zischen und piffen. Die bringen richtig Pyroballett mit. Slea fährt auch richtig fett auf. Auf der Lauder Stage, die ist ja Boss Hoss als große Band. Das wird auch sicherlich gut und fett. Und so ein paar Überraschungen. History Stage ganz neu in diesem Jahr. Und wir spielen auf der Lauda Stage auch schon am Donnerstag, ne? Wir spielen schon am Donnerstag, ja. So wie im letzten Jahr. So wie im letzten Jahr. Schön, dass du aufgepasst hast. Oh! Ernsthaft, im letzten Jahr war Donnerstag schon die Lauda Stage gegangen? Ja. Yes. Das ist aber spurlos an mir vorübergegangen. Ja. Ja, wir haben natürlich dann noch so ein paar Orchester, die dann immer reinkommen. Das ist viel Manpower, die müssen untergebracht werden. Oh, so richtig Symphonie? Ja, bei Rage, oder? Rage kommt mit dem Orchester vorbei. Die haben irgendwie 10, 20 Mann da extra und so Geigen und Cellos und was so ein Orchester also mitbringt. Wir haben in diesem Jahr Sabaton auf beiden Bühnen gleichzeitig. Ja, das hat Jörg mir schon verraten, aber dann ist mir irgendwas technisch misslungen. Kenn ich. Also ich fasse mal zusammen. Ihr seht zu, dass die Künstler alle rechtzeitig da sind. Und dass sie alles bekommen, was sie wollen. Dass sie hier lieb gehabt werden. Und Simon sorgt dafür, dass die auch oben richtig performen können. Genau. Laut genug ist und dass genug blinkt und zischt und pippt. Vielen Dank. Herzlich gern. Hier ist Duschcamp S4 auf unserer Campingfläche F. Und hier wird irgendwas Besonderes gebastelt. Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Wo kommst du denn her? Mir hat ein Vögelchen gezwitschert. Hier wird was ganz Besonderes gebastelt. Oh. Ja, aber dann bist du doch nicht den ganzen weiten Weg hier zu Fuß hergegangen. Und dies Jahr wird eingegliedert hier die Duschen von Wavi. Was sind das? Das sind Duschen. Duschen? Ja, also das sieht aus wie ein Schacht, ja, der so in der Straße ist. Abwasserschacht, ja, oder Kanalisationsschacht. Ist das auch, tatsächlich. Aber das werden Duschen? Umgebaut zu Duschen. Das ist ja schlau. Ha! Mit Oberlicht? Jupp. Wie kommt man denn auf sowas? Die Jungs haben ein Projekt gemacht, die Azubis. Cool. Wie viele Stück habt ihr hier? 6 Schichten. Hallo Lars! Hallo! Wir haben ja wieder auf der Camperground-Fläche 5 IBC-Tanks zur Entsorgung von Toiletten, Chemietoiletten und an allen Sanitärcamps bis auf S3. Da gibt es IBC-Tanks mit metallischen Trichtern, wo ihr bitte eure Chemietoilette reinkippt, damit wir das getrennt entsorgen können. Weil sonst kriegen wir Ärger mit den Klärwerken. Bitte machen. Ja, das kriegen wir hin. Danke, ja. Liebe Gäste. die Bandausgabe auf dem Camping Plaza, ehemals Campingfläche C. Und gleich daneben entsteht gerade Welcome to the Jungle. Da gibt es unter anderem Maschines Late Night Show. Hier ist am Mittwoch, dem 31. Juli, das Gruppentreffen der Facebook-Fangruppe. Ab 19 Uhr. Da gucke ich auch mal vorbei. Und abends ist dann hier am Mittwochabend zum allerersten Mal Maschines Late Night Show. Und Maschine hat mich eingeladen. Da bin ich natürlich dabei. Sonst Neues so? Nichts gibt es Neues, ne? Ich wüsste nichts. Oder eine Frage habe ich noch. Du hast eine Frage? Ja, warum sind die Kühe eigentlich rotbunt geworden mit Mal? Ja, kümmere dich mal drum, warum die rotbunt sind.